Autoregulation. Einige Athleten benutzen sie, ohne es zu wissen, andere Athleten bauen sie bewusst in ihr Training ein. Doch was das überhaupt bedeutet und wie du dein Training am besten autoregulierst, das schauen wir uns in diesem Video an. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet autoreguliertes Training, sich an seine Tagesform anzupassen. Wir kennen es doch alle. An manchen Tagen schleppen wir uns ins Gym und die Gewichte fühlen sich so an, als hätte jemand die Schwerkraft hochgestellt. Und an anderen Tagen wiederum fliegt die Hantel nur so hoch, sodass wir uns erstmal fragen, ob wir überhaupt das richtige Gewicht draufgeladen haben. Wie gehen wir aber nun mit solchen Tagen um, wenn wir eigentlich einen festgeschriebenen Trainingsplan befolgen? An schlechten Tagen trotzdem das geplante, aber eigentlich viel zu schwere Gewicht nehmen und an guten Tagen ein PR verpassen, nur weil er nicht auf dem Plan steht? Nein, wir autoregulieren unser Training einfach und machen an guten Tagen ein bisschen mehr und an schlechten Tagen ein bisschen weniger. Ein sehr charmanter Weg der Autoregulation ist die Nutzung der RPE oder RIR-Skala. RPE steht dabei für Rate of Perceived Exertion oder zu Deutsch Rate der wahrgenommenen Anstrengung. Ursprünglich basiert das RPE-Training auf der 1962 entwickelten Borg-Skala. Die Borg-Skala reichte von den Werten 6 bis 20 und sollte damals die subjektiv empfundene Erschöpfung im Ausdauersport darstellen. Der Wert 6 stand damals für überhaupt nicht anstrengend, während die 20 für eine maximale Anstrengung stand. Multiplizierte man den Borg-Wert mit 10, sollte man ungefähr die zugehörige Herzfrequenz ermitteln können. Der amerikanische Powerlifter Mike Teixeira leistete einige Jahrzehnte später seinen Beitrag dazu, dass die Borg-Skala auch im Kraftsport Anwendung fand. Er wandelte sie allerdings ein bisschen um, denn es wurden nicht mehr die Werte 6 bis 20, sondern die Werte 1 bis 10 verwendet. Das war die Geburt der RPE-Skala. Ähnlich wie bei der Borg-Skala soll der Athlet anhand der RPE-Skala seine empfundene Anstrengung ausdrücken können. Meistens in Bezug zu den noch möglich gewesenen Wiederholungen in einem Trainingssatz. Während RPE 7 also zum Beispiel bedeutet, ich hätte vermutlich noch 3 weitere Wiederholungen machen können, bedeutet eine RPE 10, das war mein absolutes Limit, ich hätte keine weitere Wiederholung mehr geschafft. In der Praxis werden meist nur die Werte 5 bis 10 verwendet, alles darunter macht in den meisten Fällen wenig Sinn. Ich habe vorhin noch die RIR bzw. Reps in Reserve Skala erwähnt, die ist in den letzten Jahren immer populärer geworden, ist im Prinzip aber genau das gleiche wie die RPE Skala. Hier wird allerdings andersherum gezählt. Reps in Reserve 0 bedeutet die maximale Anstrengung, während Reps in Reserve 2 zum Beispiel bedeutet, ich hätte vermutlich noch 2 Wiederholungen machen können. Wie wir die RPE oder Reps in Reserve Skala in den Trainingsplan einbauen können, das schauen wir uns jetzt an. Möglichkeit 1. Die Satz- und Wiederholungszahl für die Übung ist zwar festgelegt, das Gewicht wird aber nicht konkret geplant und orientiert sich vollständig an der vorgegebenen RPE. Ich soll beispielsweise ein 3x5 in der Kniebeuge zu RPE 8 ausführen und entscheide dann beim Aufwärmen anhand der Tagesform, was wohl ein passendes Gewicht wäre. Dieses kann ich auch immer noch anpassen, wenn ich merke, dass der Satz zu schwer war, dafür ist die Autoregulation ja da. Wenn du dich fragst, warum es überhaupt notwendig ist, ein paar Wiederholungen im Tank zu lassen und nicht in jedem Satz all out zu gehen, dann schau dir dieses Video an, dort wird es ganz genau erklärt. Möglichkeit 2. Ich schreibe weiterhin ein fest geplantes Gewicht in den Trainingsplan, versehe es aber mit einem Puffer. Beispielsweise steht dann im Plan, du sollst die Kniebeugen im 3x5 zur RPE 8 ausführen und dabei sollst du irgendwo zwischen 180 und 190 Kilo landen, weil im Normalfall 185 Kilo, also genau der Mittelwert, geplant war. So kann man die 180 Kilo wählen, wenn man beim Aufwärmen schon merkt, dass man nicht so gut drauf ist, oder die 190 Kilo, wenn man einen richtig guten Tag erwischt hat und die 185 Kilo einfach viel zu leicht gewesen wären. Zugegebenermaßen kann ein auf RPE-basiertes Training aber auch zwei Probleme mit sich bringen. Das erste Problem, die ehrliche Selbsteinschätzung. Kannst du deine Lifts nur schwer einschätzen oder dein Ego steht dir bei der Einschätzung immer im Weg, dann kannst du dir so viele RPEs in deinen Trainingsplan einschreiben, wie du willst, es wird dir nichts bringen. Ich kenne sowohl Leute, bei denen das Gewicht bei jeder Wiederholung nur so nach oben fliegt, die aber total davon überzeugt sind, dass da nichts mehr gegangen wäre, als auch Leute, die das Gewicht bei der letzten Wiederholung 10 Sekunden hochgrinden und meinen, da wären noch mindestens 2 gegangen. Finde da ein gesundes Mittelmaß. Zweites Problem, viele Leute verlieren sich in unnötigen Details. RPE und Reps in Reserve sollen dir als grobe Richtwerte dienen und dir bei der Autoregulation helfen. Du musst dir nach einem Satz jetzt nicht den Kopf zerbrechen, ob du wirklich die geplante RPE 8 erreicht hast oder ob es doch eine 8,5 oder 8,25 war. Das einzig Wichtige ist, dass der Satz nicht viel zu schwer oder viel zu leicht war und du ungefähr die geplante Belastung erreicht hast. Also, egal ob du es schon unbewusst gemacht hast oder jetzt damit anfangen willst, irgendeine Form der Autoregulation sollte in jedem guten Trainingsplan vorhanden sein.
Nutze deine Intuition oder organisiere deine Belastungssteuerung mit Hilfe der RPI oder Reps in Reserve Skala. Sei ehrlich zu dir und schalte an schlechten Tagen lieber einen Gang zurück, damit in Zukunft mehr gute Tage kommen, an denen du Vollgas geben kannst. Haut rein!